Hi Leute und willkommen zurück zu Cyberpunk 2077, dem Phantom Liberty DLC. Wir versuchen ein paar Netrunner, Bruder und Schwester, zu überfallen. Mal gucken, wie das gleich wird. Wir haben uns auch unser Gesicht abziehen lassen. Unser Stück Cyberware-Gesicht draufklatschen lassen. Damit wir später so tun können, als wären wir diese Leute. Mal gucken, wie das wird. Wir haben auch ein bisschen geupgradet mit neuer Cyberware. Ich habe ein bisschen Geld rausgeschmissen von meiner 500.000, die ich hatte. Mal schauen. Bist du in Position? Da wären wir. Scheiße, geiler Wagen. Nicht gaffen, sondern handeln. Voll das Déjà-vu. Ja, so hat unsere erste Mission angefangen, die schiefgegangen ist. Hab die Kontrolle über die Autokameras. Gut, letzte Chance. Guck nach, ob alles vorbereitet ist. Sollte passen. Aber warte kurz. Warum? Was machst du? Das Eis ist echt mittelprächtig. Ich motze es kurz auf. Okay, aber keine unnötigen Risiken. Oh. Okay. Wir wollen natürlich hier so einen Quick-Hack raushaben, auf jeden Fall. Und das Schema zum Craften am besten auch. Das heißt wieder, hier unten starten 1C. Dann brauchen wir ein BD und eine 55. Ja, dann gehen wir hier hin. Gehen wir da hin. Eine 55 und am besten dann eine E9 und nochmal eine 1C. Nochmal eine E9 und dann nochmal eine 1C. Und fertig. Nicht schlecht. Jetzt warten wir. Mal gucken, ob wir davon was bekommen haben. Unsere VIPs sind wieder da. Steigen gleich ein. Mach dich bereit. Kurt Hansen, tu l'as vu, non? Il était grave en train de me reloquer au Saphir. Que ce soit cette putain de gueule de bois, ça tourne de partout, dans tout le sens. T'en penses quoi? De Hansen, je veux dire. Oui, übernimm die Kontrolle. Ok, hacke jetzt das Auto. La voiture, quelqu'un en a pris le contrôle. Emmerich, sans l'alarme, on a besoin d'aide. Je vais localiser le vecteur. Ok, une seconde. C'est fait. Putain, allez! J'essaye de reprendre le contrôle! Ich werde rausgehackt! Ich werde rausgehackt! Bericht! Was ist los? Die wehren sich. Und die zwei sind gut. J'arrive pas à la coupé! Ich war doch schon fast da, meine Güte. Ich fahre euch gegen Baum, ich schwöre. Das macht mir nichts, wenn ich hinten bin. Ich bremse. Oh, ne Coupé! Eh merde! Quoi?
Putain, qu'est-ce qui se passe? Ah oui. Was zum Fick? Okay, nochmal ein Level up. Moment, hatten wir zwei neutralisiert. Level-ups? Scheiße, ihr habt sie erledigt. Was hast du denn erwartet? Dass wir sie fesseln? Ihnen Socken in den Mund stecken? Ja. Und warten, bis sie sich befreien und um Hilfe rufen? Das ist kein Spiel wie. Es ist ganz einfach. Die oder wir. Ich bin für ein Wir. Alex, du wusstest davon, von dieser Hinrichtung. Natürlich wusste ich das. Ganz nach Handbuch. Ist nicht meine erste Mission, wie. Wieso? Solche Entscheidungen gehören zum Job. Natürlich ist es ein Spiel. Euer verficktes Spionagespiel. Die waren unschuldig. So würde ich zwei Berufskriminelle nicht beschreiben. Diese Unschuldigen, wie du sie nennst, hätten dir alles abgenommen, ohne zu zögern. Oder dich gleich erschossen. Unsere Verkleidungen sind einsatzbereit, aber wir brauchen noch die Zugangscodes von den beiden. Aurora sollte sie haben. Zwei Punkte gleich. Bin ich von 29 auf 31 gesprungen? Ja, wohin damit? Ich mach hier. Dann fehlt hier nur noch ein Punkt, damit der Rest freigeschaltet wird. Das wäre halt sehr nice. Quatsch, ich wollte doch das da machen. Also, mein Outfit sieht immer noch besser aus. Okay. Oh, das ist so abgefuckt. Tust du gerade echt so, als hättest du noch nie eine Leiche ausgeraubt? Bist du sicher, dass sie die Codes hat? Ja, ihr Bruder hebt seine Erinnerungen auf externen Datenbanken auf. Und da wurden ihm schon mal welche gestohlen. Das wäre zu unsicher für die Codes. Es geht nicht, hä? Moment. Das war daraus kurz. Okay, kurz übertragen. Ich fahre. Wie veraltensmodell jetzt? Es ist schön, dass alles, was sie zeigen, mit anderen Chips zu tun hat, gar nicht funktionieren kann, weil wir da einen drinnen haben, den wir nicht rausnehmen können. Jedes Mal. Test, Test. Scheiße, meine Stimme. Geil.
Moment, bin ich das? Was zum Teufel? Nova, oder? Probier's mal aus. Stell dich vor. Dieses kleine Wunder verändert nicht nur Stimme und Gesicht. Würfelt deine Hormone durcheinander wie eine geile Designerdroge. Verändert dein Verhalten mit überspezifischen Highs. Erstellt eine neue Referenz. Du musst nur die richtigen Worte sagen. Okay, los geht's. Aurore Cassel. Und wer bist du, hm? Nicht schlecht. Das kann sich anfangs etwas verstörend anfühlen. Aber man gewöhnt sich dran. Nimm dir kurz einen Moment Zeit, dann fahren wir los. Ansehen wartet. Alex, mir wird was klar. Das ist unsere letzte Mission zusammen. Ich habe unsere Abmachung nicht vergessen. Myers hat zugestimmt. Eine diplomatische Mission. Unbefristet. Danke dir, Reed. Bereit, die alle durchzuficken? Gut, du klingst genau wie sie. Nervös vor der Mission? Ein bisschen. Aber? Ich höre dein Aber. Es ist nur, ich habe das alles sehr vermisst. Okay, dann mal los. Zum Stadion. Wir sehen uns dort. Nochmal zur Erinnerung, bevor wir ankommen. Dein Name ist Aurore Cassel. Ich verrate dir ein Geheimnis. Wenn du jemand anderes sein willst, stellst du dir 3 Fragen. Wovor hat sie Angst? Was will sie? Was ist ihr größtes Geheimnis? Verstanden? Antworte mir nicht, aber behalte das einfach im Kopf. Und sei sie. Sag mal, Aurore, was hältst du von Ansen? Erzähl mal. Oh la la, der Wichser ist der König in seinem Reich. Zu groß, zu stark, um beseitigt zu werden. Nicht von den Mächtigen in Night City oder den USA. Die Leute ihr denken, ach, passt schon, der ist okay. Und die USA können nicht Night City für einen Mann und seine Ruinen herausfordern. Ja, da stimme ich zu. Und er hat Rieseneier. Das ist keine Metapher. Die würde ich ihm jederzeit lecken. Unverblümt und verstörend, genau wie Aurore. Gut gemacht. Nicht schießen, danke. Wir sind da. Die Wolfshöhle. In Position. Bereit für die nächste Phase. Bis bald. Stellst du dir auch ein Synthsteak und leckst da nur dran? Ich glaube nicht an Kostproben. Ja, bremsen, keine Ahnung. Anhalten! Wir müssen den Wagen inspizieren. 2 Leichen im Kofferraum. Alles in Ordnung, weiterfahren. Gehört? So eine Eurofotzen treffen sich mit Kurt. Psst, Joe, die sind schon hier. Los, park den Wagen. War nett gemeint. Ich mag Fotzen. Bevor wir reingehen, denk dran, er will etwas von uns, nicht andersrum. Wir wollen ihm die Zugangscodes vom Synoshur-Mainframe verkaufen. Bleib bei den Fakten, wer du bist und wer nicht. Wir sind da.
Verlieh nicht deine Siegen, Emerick. Scheiße, alle Posten werden verdoppelt. Ist das zu glauben? Irgendwas macht Anson echt wuschig. Ja, Hansen. Und Murphy auch. Ist ansteckend. Bin auch schon ganz angespannt. Gesicherter Bereich, Leute. Wir haben ein Treffen mit Colonel Anson. Ich guck nach. Einen Moment. Gut, ihr seid da. Wir kennen uns noch nicht. Ich bin Murphy. Ziehen wir das durch. Oh, ich bin sowas von verkatert. Hier entlang. Bruder, warte, brauchst du eine Sonnenbrille? So hell ist das ja auch nicht. Also, Songbird hat mir ein wenig von euch erzählt. Ihr kommt aus Europa, ist das so? Ist es. Mhm. Also, habt ihr euch im Sapphire gut amüsiert? Der Polizeipräsident, ein Kandidat für die Bürgermeisterwahl und der Buchhalter der Tiger Claws. In einem Glücksspiel um die Zukunft der Stadt. Nur eine Metapher? Die Anatomie der Korruption ist wunderschön. Klar. Genauso hätte ich das auch gesagt. Okay, wir sind da. Ihr werdet heute zu keinem Zeitpunkt allein sein. Kurt hat einen Tipp bekommen. Die FIA will irgendein Ding durchziehen. Aber die Situation ist unter Kontrolle. Er will, dass alle durchsucht werden. Ausnahmslos. Der Colonel hat viele Feinde. Da muss er vorsichtig sein. Unsere Soldaten kontrollieren das gesamte Stadion. Drohnengestützte Scans unterstützen die Überwachung zusätzlich. Ihr müsst eure Waffen hier lassen. Jetzt brauchen wir noch ID-Scans. So sehr wir auch scherzen, so gut wir uns auch verstehen. Ihr wisst schon. Letzten Endes geht es hier um ernsthafte Geschäfte, nicht wahr? Das ist das Herz unseres kleinen Imperiums. Ah, wie verkauft ihr dieses Kriegsgerät? Wie ein Autohändler? So in etwa. Aber nur im Großhandel. Stell dir vor, du bist Diktator in irgendeinem Scheißland. Weiß nicht. Australien. Panzer, Hubschrauber, U-Boote. Du brauchst es? Wir haben es. Kein Papierkram. Oh lala, ihr habt U-Boote? Sind gerade ausverkauft. Aber ja. Ich bin in Position. Bereite unseren Fluchtweg vor. Lasst euch Zeit. Ich brauche noch mindestens 10 Minuten. Ist nicht mehr weit. Ich konnte nicht früher anfangen, ohne Gefahr zu laufen, entdeckt zu werden. Und Aurora, ich weiß, dass ich das nicht wiederholen muss, aber bleib in der Rolle. Viel Glück. Ich kann mir nicht mal diese paar Worte da merken. Seit der ersten Stunde mit Ansinn? Du meinst seit der Sache in Night City? Könnte man sagen. Wir haben davor schon zusammen gedient. Verstehe. Dann vertraut ihr dir sicher blind. Guten Tag. Können wir anfangen? Okay. Schön, euch beide zu sehen.
Songbird muss noch kurz das Gerät entschärfen. Also können wir uns unterhalten. Laut Murphy ist hier bald die Kacke am Dampfen. Die Bastarde wissen von unserem Treffen. Wir dachten, dass das professionell abläuft. Murphy übertreibt und sollte die Fresse halten. Es sind nur Vermutungen. Ich versichere dir, wir sind immer vorsichtig. Oh, Colonel Kurt, du bist so angespannt. Ich übertreibe doch. Ich wollte nur deine Reaktion sehen. Ist das ein Test? Du guckst mir in den Ausschnitt, ich guck dir in die Hose. So funktioniert das Spiel, Kurt. Oh, entspann dich doch. Irgendjemand will uns verarschen, so viel steht fest. Aber wer? Hoffentlich nicht eure FIA. Na dann, trinken wir auf einen erfolgreichen Tag und profitable Geschäfte. Ist dir knauserig? Was? Oh, mach dir keine Sorgen um die Arbeit. A santé. Für mich nicht. Anderes Thema. Hattet ihr beide im Black Sapphire euren Spaß? Ich habe gehört, die Einsätze waren hoch. Ihr wart danach reicher und glücklicher, hoffe ich. Wir wurden, wie sagt man, über den Tisch gefickt. Das tut mir sehr leid. No, ist schon okay. Wir werden die Verluste heute wieder reinholen. Das Black Sapphire ist mein ganzer Stolz. Ich habe es mit viel Mühe zum Lieblingsort von Night City's High Society gemacht. Oh, bevor ich es vergesse. Wie es scheint, haben wir eine gemeinsame Freundin. Sie meinte, sie erinnert sich an dich aus deiner Zeit in La Santé. Gedanken versunken, oder nein, was? Nein, darüber möchte ich nicht reden, schon gar nicht, wo wir uns kaum kennen. Aber sie hat darauf bestanden. Diebesehre und so weiter. Raquel, ich soll dich von ihr grüßen. Sie saß im Hochsicherheitstrakt im C-Block. Du erinnerst dich doch sicher an ihr Rattentattoo. Diese Raquel muss sich irren. Der Hochsicherheitstrakt ist getrennt vom VIP-Flügel, in dem ich saß. Zum Glück. Ah, dann war es vielleicht jemand, der dir ähnelt. Sehr ähnelt. Bestimmt. Wie lange bist du schon in Night City? Ich habe gehört, du hast mal Militech gedient. Seit 7 Jahren. Und ja, davor war meine Aufgabe hier, die Flagge der NUSA zu verteidigen. Du hattest großen Erfolg. Was du ihr alles erreicht hast, ist beeindruckend. Die Flagge ist nur noch ein vollgepisster Ascherhaufen. Was ich hier aufgebaut habe, dient nur mir selbst. Aurore. Deine alten Freunde interessieren sich noch für dich. Deshalb mischt sich die FIA bei uns ein. Aus sentimentalen Gründen. Uns beide beschäftigt der Kampf um die Zukunft der NUSA. Hm, interessant. Wo ist der Unterschied? Ich werde gewinnen. Mhm, touché, Colonel. Ach, im Black Sapphire wolltest du doch, dass ich jemanden aus der Modewelt kontaktiere. Wer war das gleich? Ach, der Schneider von Cary Uredine. Dieser individuelle Stil, das will ich auch. Ja, genau der war's. Die Modewelt ist nicht gerade meine Stärke, also kann das schon eine Woche dauern. Deine Schwester ist wohl die gesprächigere von euch beiden. Findest du? Ihr ergänzt euch gut. Hört mal, wir haben ja noch etwas Zeit.
Ich wollte noch eine Angelegenheit mit euch besprechen. Es geht um Wachstum in Westeuropa. Ich bräuchte einen verlässlichen Partner vor Ort. Oder lieber zwei. Oh, ich habe Schmetterlinge im Bauch. Ein lukratives Angebot? Mhm. Aber ich will's nicht schönreden. Das wäre viel harte Arbeit. Kommunikation, Lieferketten, sichere Transportwege, das Wohlwollen der örtlichen Behörden. Das habe ich alles. Die Vorarbeit ist erledigt. Und wofür brauchst du dann uns? Für einen Kontakt zu Le Collectif. Désolé, Colonel, aber da streichelst du den falschen Schwanz. Ach ja? Ihr seid in Paris doch berühmt. Bestimmt kennt ihr jemanden. Le Collectif und ich haben eine Vergangenheit. Wie du und die NUSA. Wir machen keine Liebe mehr. Wir ficken nicht mal. Verstehe. Ich mag deine Ehrlichkeit. Und deine Metapher. Ah, Somi. Wir können anfangen. Der Mainframe ist bereit. Ihr kennt die Bedingungen. Nur einer von euch gibt die Zugangscodes ein. Der andere bleibt hier. Ich bleibe. An die Arbeit?